Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren God of War. Keine Ahnung, was er meint. Ernsthaft? Wie lange glaubst du, ist das schon hier? Eine sehr lange Zeit. Da brauche ich wohl was anderes. Schauen wir uns mal um. Das muss total rutschig und glitschig. Ist das der Weg zum Berg? Sieht so aus. Das sind doch der bärtige Klotz und sein Sprössling. Ich hab da was für euch zwei. Brock? Aber wie bist du... Das geht dich einen Dreck an. Und jetzt rein hier. Ich hab was für euch. Und versuch bloß nicht, mir meinen Platz zu klauen. Ich war zuerst hier. Na gut. Was er wohl will? Unsere Geduld testen. Wenn die Leute von meinem neuen Laden hören, kommen sie aus ihren Verstecken gekrochen. Sie werden sich prügeln, um meine Ware nur ansehen zu können. Wartet's ab. Okay. Ich sag, das hier sind irgendwelche Portale. Reden wir mit ihm. Fang! Der Haufen Steine da. Mit diesem Schlüssel von Yggdrasil könnt ihr eine magische Tür zu den Ästen des Weltenbaums öffnen. Eine Abkürzung zwischen den Welten. Wenn ihr sie in der Welt seht, könnt ihr damit schnell zu mir zurückkommen. Geht aber nur in eine Richtung. Direkt hierher und sonst nirgendwohin. Und was ihr auch tut, werft euch niemals. Niemals, 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 nie über den Rand des Weges. Es sei denn, ihr sucht den Tod. Das würde natürlich nichts bringen. Okay. Wenn das jetzt schon alles war. Ich weiß nicht, ob wir hier Loot finden, ehrlich gesagt. Glück, kommen wir durch den Turm und durch zum Berg. Bereit. Oh, ich glaube, der Schlag war schon ganz gut, aber. Oder der Wurf. Ja,
bisschen später. Ich weiß nicht, ob wir den von hier aus überhaupt treffen. Weil ich sehe sonst auch keine logische... Ich glaube, wir sind hier noch öfters, also... Ein Buchstabe hier und da, aber wir brauchen den Rest der Sprachscheibe. Schrank nach Narnia. Hier, Junge. Noch eins. Sieh mal, das ist die Weltenschlange. Sie ist so viel größer, als ich dachte. Da, sie hat Thor gebissen. Oder wird ihn beißen, offenbar. Die Riesen haben Schreine hinterlassen. Hä? Jetzt nur die Auftragserklärung. Ich kann sie nicht lesen. Ja, dir fehlt die Chiffre, ich weiß. Was ist das? Echt furchtbar. Gift. Oh, wir frieren die also ein und dann können wir da lang. Doch gleich da rein. Das ist los mit dir. Sehr gut. Okay. Ah. Okay, nee, das ist es nicht. Gucken wir mal hier oben. Wie war denn das jetzt? Ich hab vergessen, wie es geht. Hä?
Den müssen wir hochklettern. Aber ich weiß Atreus, nicht, komm her. Genau, was das hier ist. Ich muss das irgendwie aktivieren. Was waren das für Dinger? Die rochen furchtbar. Meine Mutter nannte sie Hohnstangen. Giftmagie. Sie hat mir gezeigt, wie man sie deaktivieren kann. Was? Es ist lustig, mir vorzustellen, wie sie dir was beibringt. Ja. Ah. Na? Bist du gerade aufgeleuchtet? Hallo? Ah, okay. Ich muss gleichzeitig natürlich auch hingucken. Wirklich neblig hier. Noch ein Zwerg. Sollen wir... Nein. Er ist unbedeutend. Ach, Entschuldigung, aber... woher hast du diese Axt? Das geht nur mich etwas an. Und, das bezweifle ich gar nicht. Die Klinge kenne ich. Das ist eine von uns, aber... die war nicht für dich gemacht, weißt du? Geh zur Seite. Ich kann nicht. Die Frau, für die wir sie gemacht haben, ich war... Naja, ich mag sie sehr und es würde mir etwas missfallen, wenn sich herausstellt, dass du ihr was angetan hast. Sie gehörte meiner Mutter. Sie gab sie Vater vor ihrem Tod. Faye ist tot? Das tut mir sehr, sehr leid. Eine starke Kriegerin und eine gute Frau. Na gut, ich verbessere diese Axt. Aber niemand hat darum gebeten. Ja, stimmt. Aber deine Mutter... Sie hätte darauf bestanden, dass ich diesen Akt des Vandalismus behebe, den sie erlitten hat durch meinen Bruder. Ich wusste es. Du bist Brocks Bruder. Die andere Hälfte des Zeichens. Der Blaue ist dein Bruder. Ja, doch ich bin wesentlich talentierter. Das stimmt. Schwör's bei Freya. Mach seine Arbeit nicht zunichte. Verbessere sie einfach nur. Ja, aber kannst du sie bitte da drüben hinlegen? Der Griff ist... Nein. Schmutzig. Na gut, dann... Ich werde... Ich werde... Oh. Oh. Oh, ist das Blut? Oh. Woran arbeitest du? Oh, das. Ich nenne es den Himmelsträger. Dort auf dem Berg wartet ein Schatz mit seltenen Ressourcen. Wenn ich ihn abbaue, muss ich alles nach unten bringen. Wie reparierst du ihn? Ich habe keinen Schimmer. Meine Waffe poliert und jetzt ist sie besser. Oh, Ablenkung kommt gerade recht. Auferstehungssteine können wir verwenden, damit Atreus Kratos wiederbleiben kann. Aha. Das kann nicht schaden. Wie viel kann ich davon kaufen? Ausrüsten. Ich glaube, die sind passiv. Ich
Ich finde das hier irgendwie noch ein bisschen unübersichtlich. Ich weiß nicht. Es liegt wahrscheinlich nur an mir. Aber da kommen wir bestimmt noch rein. Weniger Stärke, obwohl dafür alles andere halt mehr, ne? War da noch was? Ich überlege. Wenn du sonst nichts zu sagen hast, Zwerg. Scheint irgendeine Art Schloss zu sein. Sehr gemein. Sind alle Zwerge so schräg wie Brock und Sindri? Nein. Warum verstehen sie sich nicht mehr? Ich meine, es ist Familie. Das ist allein ihre Sache, Junge. Klar. Na gut, das Schloss bringt mir jetzt relativ wenig. Also, wenn ich noch nicht weiß, ja, worauf ich die packen soll. Ah, okay. Das erledigen wir dann, aber in der nächsten Folge. Bis dahin.